Im Augenblick jedenfalls nicht trainieren. Ja, genau, arbeiten. Aber ich merke gerade wirklich, dass meine Hühnerfarm ziemlich leer ist. Eine Indie-Falle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Nein, nicht gerade hier neben Kerker. Ja, ja, genau, das ist die Idee. Hier kommt eine Hühnerfarm hin. Dann können die Teufler nämlich arbeiten und essen. Auch wenn dadurch ein Hochofen verloren geht. Ja, geht er. Egal. 5 Arbeiter arbeiten auch immer noch schnell genug. Guck mal in die Richtung weiter. Nehme ich das ganze Gold hier mit. So, das hier auch gleich mitnehmen und leert sie mal in einer anderen Schatzkammer ab. Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er sich in der Gesellschaft von verhassten Wesen befindet. Eine Indie-Falle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Euer Zauberspruch Böser Blick wurde verbessert. Euer Portal hat so viele Geschöpfe angelockt, wie es kann. So. Und die Hühnerfarm, die können wir auch vergrößern, indem wir hier die Wände wegnehmen. Ach ja, die von den Schlafraum hier noch etwas größer machen, so. Wo ist der mies gelaunte? Der isst was. Die Hühnerfarm ist aber gerade etwas leer. Na, das hier so zu vergrößern bringt wahrscheinlich nicht besonders viel. Aber die dürfte groß genug sein, dass die Teufler wenigstens dran essen können. Ah ja. All das Micromanagement. Ja, jetzt sollte ich wirklich ein bisschen warten. Obwohl, gibt es hier noch eine Zwischenstation? Ich habe hier jetzt schon dreimal nachgeguckt. Immer wieder drauf vergessen, weiter zu gucken. Aber es sieht so aus, als ob es hier gleich weiter nach draußen zum Wasser geht. Ja. Tut es auch. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Aber hier drüben ist was. Was ist hier drüben? Ein Heldenportal? Oh, hier ist noch ein kleines Kloster. Okay, das ändert die Sache natürlich. Das kleine Kloster da. Das können wir uns nämlich schon mal holen. Und hier eine Holztüre hinsetzen, die wir dann abschließen können. Dann können nämlich meine Imps wenigstens nicht da weiter lang rennen, wenn es nicht sein muss. So, mein Skelett kann ich wieder abziehen. Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er nichts zu tun hat. Dann geh doch trainieren. Noch mehr Gold. Das Gold, da bauen wir nicht ab, das rentiert sich ein nicht. Ein Mönch wurde unglücklich, weil er sich in der Gesellschaft von verhassten Wesen befindet. Hm.
2 arbeiten, 3 machen nichts. Deswegen geht ihr arbeiten. Eine Indie-Falle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Sehr schön. Schön arbeiten. Und hier größer machen. Ne, nur 5? Auch gut. Aber ich glaube, das ist jetzt groß genug. Was ist das für ein Zauberspruch zusammenrufen wurde heißt das, den Dieter aufführen? Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er nichts zu tun hat. Ah ja, jetzt haben sie mein Lebens bemerkt und beschießen sie auch gleich schon. Guck, dass du wegrennst. Okay. Wieder auf die Glücklich-Unglücklichkeitsskala. Der ist was. Euer Casino ist zu klein. Das will ich nicht gehört haben. Das Casino ist jetzt endgültig groß genug. Und ja, jetzt muss ich erstmal die ganzen Helden hier loswerden. Das mache ich am besten mit Armee. Mühle. 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 So, prügelt euch. Das Geklicke, dass ich auch was bei jeden Sachen treffe. Stimmt ja, ich habe ja jetzt hier ein Gefängnis. So. So, holt mal was ab. Und ja, da kommen sie wirklich nicht lang, solange die Kanonen da stehen. Die eiserne Jungfrau wurde unglücklich, weil sie nichts zu tun hat. Da liegt ein Mönch. Eine Auslöserfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ihr braucht einen Friedhof, um eure Leichen zu stapeln. Nein, brauche ich nicht. Jedenfalls nicht in der Mission. Achso, den hatte ich ja was vor. So, dann gucken wir mal, hier bist du ein Mönch. Ach, alles was zu Skeletten werden kann, kann ich aber verlegen. In den größeren Kerker. Den Riesen. Eure Geschöpfe sind zufrieden mit der Effizienz eures Dungeons. Ah ja, den Mönch gezahlt. Genau, den Mönch, den will ich vor. Obwohl ich verhöre in meiner kleinen Folterkammer, dann können auch die jungen Frauen was tun, außer sich selber foltern. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Ah, sehr gut. Ja, hier oben sind die Mönche und auch ein paar Wachen. Sollte ich das hier noch einnehmen und dann dürfte ich auch langsam genug Mönche zusammenkriegen. Aua.
Ah, ich habe einen Goblin verloren, aber das ist egal. Die Goblins, die bringen mir eh kaum noch was. Eure Folterkammer wird angegriffen. So, wenn ich hier beziehungsweise kampfunfähig. So viele Geschöpfe angelockt, wie es kann. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Ein Goblin wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Dann geh essen. Gut. Jackpot. 100 Okay. Er hatte Jackpot gemacht. Okay, die Mönche haben das Kloster verlassen und sind dabei, mich zu nerven. Egal. Oh, ich habe jetzt schon gedacht, ich hätte meinen eben zum Foltern freigegeben. Ja, ist schon recht. Hört das auch irgendwann mal auf? Scheint nicht so. Weil er nichts zu essen hat. Eure Folterkammer wird angegriffen. Das habe ich nicht gerne. Wird mal jemand bitte die Jungfrau hier wegbringen? Und den Mönch. So. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Euer Zauberspruch Beben wurde verbessert. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Nein, danke. Ich möchte gerne, dass meine Foltercover wieder ganz ist. Okay, Mönch, Mönch. Eine Bremsfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Mönch, Mönch. Foltern, foltern. Heilen. Noch ein Mönch zum Foltern. Sehr schön. Zwei Imps ersetzen. Können hier das Gebiet einnehmen. Oh, verbesserter Imp-Zauberspruch sehe ich gerade, bringt mir Level 4 Imps. Das ist praktisch. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Das können wir auch ändern und Geld, apropos Geld, davon haben wir jetzt mal wieder genug. Also könnt ihr auch aufhören, hier zu scheffeln. Alles mal mit Dungeon-Herz abladen. Es gibt nichts mehr zu erforschen. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer gekehrt.